gemacht hat. Steinke wie Pompe. Einer von mehreren Abwanderungswilligen in Rottenburg. Bei Pompe steht es eigentlich schon fest. Er hat gesagt, er wird nicht mehr in Rottenburg weitermachen. Steinke hat auch andere Ambitionen. Dazu später wahrscheinlich noch mehr. Sehr weit außen. Ärgerte sich und Dirk Wilberg. Schönes Zuspiel auf Joao José, der sagt Danke und freut sich über den 19. Punkt für Friedrichshafen. Ja, aus dem Winkel ging nicht mehr viel anderes für Dirk Wilberg. Den musste er rüberpritschen. Und dann wunderbarer Pass genau in die Mitte auf Joao José. Speziell mit Wilberg spielen sie diese ganz schnellen Schüsse auf die 4. Aber da kam er nicht ganz hinterher. Ball wieder knapp ins Aus. Schwer zu blocken. Kikacek war da. Der Block kam nicht mehr mit, aber der Ball ins Aus. Und beim Stande von 21:11 nimmt dann Rottenburg doch die erste Auszeit. Versuchen ein bisschen den Drive der Gastgeber rauszunehmen. Entspannte Mienen hier bei Stelian Populescu und seinem diagonalen Mann Oliver Benno. Gute Stimmung in der ZF Arena in Friedrichshafen hier am Bodensee, auch wenn die Halle noch nicht so gut gefüllt ist. Sicherlich auch mit dem hervorragenden Wetter zu tun. Auch hier natürlich blauer Himmel, über 20 Grad und bei einer Region wie der hier Friedrichshafen, da gibt es natürlich andere Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, als sich in eine Halle zu setzen. Mal schauen, ob es noch mehr werden. Rottenburg versucht noch mal etwas, ein Doppelwechsel. Es kommen Thomas Ranner und Markus Kielmeier. Diagonalwechsel, Zuspieler Felix Horn geht. Und auch Tibor Filo verlässt das Feld. Das ist Thomas Ranner, 23 Jahre, ist alt. Mittelblocker jetzt beim Aufschlag. Ach, kalt mit dem Jumpfloater. Der geht ins Netz, da ärgert er sich. Hab nichts gebracht, deswegen wieder zurück. Das Ganze, natürlich muss der Zuspieler wieder aufs Feld. Und auch er ist wieder da hier. Der Slowake Tibor Filo. 2009 kam er aus Spanien nach Rottenburg, 50 Kilometer südlich von Stuttgart gelegen. Unklarheiten am Anschreibetisch. Der zweite Schiedsrichter muss noch mal schauen, was da los ist. Jetzt sind sie sich einig. Aufstellung stimmt. Es kann weitergehen. Drei Punkte fehlen dem VfB Friedrichshafen noch zum Gewinn des ersten Satzes. Ein schneller Schuss auf die 4. Zu schnell für den Linkshänder. Jérôme Trommel. Etwas zu locker genommen. Der Libero Nikola Rosic verzockt hier die Annahme. Keine Chance ins Niemandsland. Kann er locker nehmen bei dem Spielstand. Felix Horn wird es nochmal so versuchen. Der war höher. Den kann er pritschen. Und dann schlägt es ein aus dem Hinterfeld. Keine Gefangenen. Milos Vemic. Serbe aus Novi Sad. Da kam er auch her vor dieser Saison. 40 Länderspiele hat er schon gemacht für sein Land. Lukas Tichacek mit einem Fehlaufschlag.
bringt Rottenburg den 15. Punkt. Aber jetzt die Möglichkeit aus der Annahme heraus für Friedrichshafen zum Satzball zu kommen. Nein, sagt Rottenburg. Ein erster richtig guter Block. Hans Zipowitz und Matthias Pomp haben dazu gepackt. Das war der Außenblock von Hans. Von Matthias Pomp, Entschuldigung. Annahmeproblem Friedrichshafen. Da gehen sie es noch ein bisschen zu locker an. Das gefällt Stelian Mokulescu nicht. 17. Punkt Rottenburg. Aber noch keine Regung beim Friedrichshafener Trainer in Richtung einer Auszeit. Jetzt muss die Annahme kommen. Nicht nötig. Dirk Mehlberg ärgert sich da schwarz. Mit einem Drive-Aufschlag, den wollte er ganz kurz hinters Netz fallen lassen, aber der war dann doch ein höheres Stück zu kurz. Und jetzt ist er da. Der erste Satzball in Friedrichshafen. Annahmeschwierigkeiten. Dankeball und die Chance, den Satz zuzumachen. Da ist es passiert. 25:17. Das ging relativ flott. Gewinnt Friedrichshafen. Durchgang Nummer 1 mit diesem schönen Hinterfeldangriff. Jérôme Trommel schließt ihn ab. Eine Chance in der Abwehr für Rottenburg, die in diesem ersten Durchgang überhaupt nicht ins Spiel gekommen sind. Friedrichshafen diktiert Tempo, diktiert die Taktik. Sie können eigentlich nach Belieben kombinieren. Zurück in der ZF-Arena von Friedrichshafen. Der zweite Satz steht an. Und Rottenburg muss sich was einfallen lassen. Bislang chancenlos gegen den hier übermächtigen VfB Friedrichshafen. Wie schon in den beiden Ligaspielen sehen sie bisher kein Land. In der Hauptrunde gab es zwei glatte, klare 3:0 Siege. Ein einziger Satz war mal ein bisschen eng. Der ging in die Verlängerung. Den gewann Friedrichshafen dann nur mit 2 Punkten Vorsprung. Aber ansonsten war da nicht viel zu holen. Und das setzt sich hier fort. Natürlich sind die Rottenburger realistisch und haben sich auch nicht allzu viel ausgerechnet. Aber zu verlieren haben sie natürlich auch nichts. Deswegen geht es jetzt rein in den zweiten Satz. Und da ist die erste Führung. Das muss man doch auch mal würdigen und da kann man sich drüber freuen. Falco Steinke, wer sonst, kann man sagen, macht den Punkt. Hinter Christian Dünnes von Evivo Düren, der beste Scorer der Liga. Über ihn läuft ganz viel und über ihn muss es laufen bei Rottenburg, wenn es laufen soll. Block war dran. Hat er gesehen, Dirk Mehlberg, aber kann nichts machen. Verlängert den Ball ins Publikum. 1:1. Oliver Benno hier zu sehen, der Diagonalangreifer des VfB Friedrichshafen. Er wollte ein bisschen viel aus dem Hinterfeld. Jérôme Trommel nach einer klasse Abwehraktion des Liberos Nikola Rosic, der da diesen kurzgelegten Cut oder Stoppschlag, hier sehen wir es, sehr schön, noch angelt, die Hand dort runter bekommt. Aber es sollte nicht reichen. Friedrichshafen jetzt doch mit einigen Nachlässigkeiten. Erst der Rückraumball an die Netzkante, jetzt der Longline geschlagene Ball über die 4 von Milos Vemic ins Aus. Falko Steinke kann eine kleine Serie hinlegen. Knapp ins Aus. Zwei Linienrichter heben die Fahne. Also sowohl in der Länge als auch seitlich knapp im Aus. Dieser Aufschlag
von Falko Steinke. Aber Rottenburg noch in Führung. Wieder geht die Fahne hoch. Auch Markus Böhme trifft das Feld nicht. Macht Platz für sein Libero, für den Serben Nikola Rosic. Schon beim Mörser SC gewesen. Zweite Jahr in Friedrichshafen. Tibor Filo trifft das Feld nicht. Wie gerade schon Pompe. Knapp hinten links ins Aus. Jetzt der Versuch vom Außenangreifer Friedrichshafens. Milos Vemic. Der macht besser. Annahme, Schwierigkeiten. Da gibt es Abspracheprobleme zwischen Matthias Pompe und Dirk Mehlberg. Aber auch gut platziert dieser Aufschlag. Zwischen die Positionen. Mehlberg taucht runter, aber quer zur Flugrichtung des Balles. Und da sind die Chancen dann doch minimal, dass man ihn nach vorne bekommt. Steinke mit einem Blocktest. Nichts zu machen. Rommel und Jose. Der war aus. Ausgleich zum 6-Beide. Aufschlag für Rottenburg. Der 21-jährige Zuspieler Felix Horn. Waren sie sich wieder nicht einig. Ärgerlich, das darf nicht passieren. Und pritschen die Annahme übers Netz und dann steigen sie im Doppelblock hoch und drücken den Ball aber jetzt aus. Das sind die Punkte, die man nutzen muss, wenn man auf Rottenburger Seite sich was ausrechnen möchte. Bisschen Glück. Steinke schlägt den Block relativ weit unten an und dann geht er zwischen den blockenden Unterarmen und der Netzkante auf Friedrichshafener Seite runter. Es bleibt 8-7. 8-7, technische Auszeit. Sie sind punktemäßig dran, die Jungs in Rot. Aber vom Gefühl her beherrscht Friedrichshafen nach wie vor diese Partie. Es gibt auch nicht allzu viel zu bereden. Nein, im Westen sind die Jungs erstmal ein kleines Pause, jetzt die Ansprache. Ja, wir müssen in unseren Situationen, wo wir Chancen haben, noch ruhiger spielen. Das ist kein Grund für Hektik. Ja, in der Mitte, wenn der Ball rüberfliegt, wenn du ihn nimmst, kommunizierst, schrei laut, weil der Hand sie nicht sieht. Ja, und ansonsten, wie gesagt, kann man die Chancen haben, wenn sie die Chancen haben, spielen wir ruhig, konzentriert für hinten los. Aber wenn wir Rosic annehmen sollen, muss der Backer auf den Rücken kommen. Ja, sie können sich ruhig mehr zutrauen. Das findet auch Co-Trainer Oliver Heiming vertreten. Tut er hier Hans-Peter Müller-Angstenberger, den Mann, der hier auf der Bande lehnt. Und er zeigt auch seinen Spielern an. Grinst ein bisschen. Macht euch gerade, macht euch groß. Ihr verkauft euch hier.